100 wichtigsten Fragen für Gitarrenanfänger, Platz 25. Fingernägel heißt das Thema. Komischerweise kam bei diesem Thema die linke Hand gar nicht ins Gespräch, sondern es ging um die rechte Hand, praktisch wenn man zupfen will, wie lang sollen da die Nägel sein. Ich mache es jetzt mal anders, kann ja sein, dass ihr jetzt hier drauf geklickt habt, weil ihr auch die linke Hand als problematisch empfindet. Und nach meinen Erfahrungen ist das wirklich auch viel häufiger der Fall. Die linke Hand spielt eine entscheidende Rolle, also die Nägel der linken Hand. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt Rechtshänder seid und mit links greift. Die linke Hand, die Nägel sind entscheidend, ob ihr sauber greift. Weil es geht darum, der Nagel ist ja normalerweise, wenn man jetzt nicht Gitarre spielt, ist der Nagel eigentlich mindestens so lang wie das Fleisch am Finger. Das heißt, man sieht hier was Weißes noch am Ende. Und das ist im Normalfall für den normalen Gitarristen immer schon zu lang. Denn ihr dürft nicht unberücksichtigt lassen. Ich imitiere jetzt hier einmal eine Seite mit dem Plektrum. Wenn ich das Plektrum jetzt hier gerade drauf stoße auf den Finger, das Fleisch gibt noch nach bis zum Knochen und der Nagel stört einfach. Bei mir zum Beispiel ist er jetzt auch schon wieder zu lang. Ich müsste auch schon wieder nachschleifen. Beim Mittelfinger auch. Beim Ringfinger geht es vielleicht noch so gerade. Und der kleine Finger, der ist okay. Da würde ich vom Nagel nicht gestört werden, wenn ich den Finger eben senkrecht auf das Griffbrett aufsetzen will. Und das sollte ich normalerweise machen, damit ich eben nicht die darunterliegende Seite berühre. Denn sonst, wenn der Nagel länger ist, steht der Finger unweigerlich schräg auf dem Griffbrett. Und das ist eigentlich nicht gewollt. Jetzt geht es aber um die rechte Seite. Die Zupfhand, sagen wir mal, denn wer mit Plektrum spielt, den braucht das eigentlich nicht interessieren. Der hat ja dafür das Plektrum für den Anschlag. Aber wer jetzt mit Fingern zupfen will, dann geht es darum, spiele ich zum Beispiel mit der Fingerkuppe, mit dem Fleisch oder mit dem Nagel an. Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Nicht alle spielen mit dem Nagel, aber die meisten. Konzertgitarristen sowieso meistens. Viele meinen auch, dass sie mit beiden Sachen gleichzeitig oder sozusagen hintereinander anschlagen, dass das noch einen anderen Ton erzeugt. Hängt auch wieder von der Gitarrenform ab, ob man Nylonsaiten oder Stahlsaiten hat. In den meisten Fällen wird es aber so sein, dass man doch am meisten mit dem Nagel spielt. Und das bedeutet einerseits, der Nagel muss lang genug sein, dass er hier vorkommt, dass er praktisch einen Überstand hat, dass man eben vielleicht vorher mit dem Fleisch gar nicht berührt. Und der Nagel muss aber auch so stark sein, dass er diese Belastung aushält. Und da helfen sich viele damit, dass sie einen Klarlack oder auch einen farbigen Lack manchmal sogar mehrfach hintereinander auftragen, dass es eine richtige dicke Schicht gibt. Und diese Schicht verhindert, dass der Nagel zum Beispiel kaputt geht beim Spielen. Denn er kann auch einigermaßen schnell einreißen, wenn man viel spielt. Eine ganz wichtige Sache ist die Rundung. Übrigens schneidet man die Nägel eigentlich fast nie, sondern man benutzt immer eine Feile. Viele Gitarristen bevorzugen eine Glasfeile und danach vielleicht sogar noch eine Polierfeile, um wirklich alles fein glatt zu kriegen, damit die Gitarre nirgendwo aneckt. Ganz wichtig dabei ist die Rundung zu beachten. Das merkt man aber, wenn man anspielt, denn man hakt fast mit dem Finger an der Seite ein. Und wenn man da merkt, dass da irgendwo ein Widerstand ist, macht man das schon automatisch, weil man kann so gar nicht richtig zupfen. Das solltet ihr eigentlich wissen. Das ist aber auch oft Geschmackssache, ob man das macht mit dem Nagellack oder nicht. Manche machen da auch ein unheimliches Theater raus und fast eine Wissenschaft oder verraten ihr Geheimrezept nicht, was sie da drauf auf die Nägel sich schmieren. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe eigentlich recht dünne Nägel und kann trotzdem damit zupfen. Muss jeder selber wissen, aber falls euch das beschäftigt, lest euch das vielleicht nochmal im Forum durch, was die anderen Mitglieder so dazu zu sagen hatten.
Und ihr findet auch im gesamten Internet da noch eine ganze Menge. Aber es scheint ein interessantes Thema zu sein. Wenn es euch interessiert, guckt da mal nach. Oder wenn ihr noch Fragen habt, gebt vielleicht auch in den Kommentaren irgendwas ein, hier unter YouTube. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zupfen mit Nägeln.